Lilis Vater will Kontakt zu ihr. Für ihn ist die Trennung wahrscheinlich noch tausendmal schlimmer, als sie für uns jemals sein könnte. Lilly hat ein Recht darauf, ihren Vater kennenzulernen, als sie schon keine Mutter mehr hat. Es ist ja auch noch gar nicht gesagt, dass Lilly nicht vielleicht doch bei uns bleiben darf. Genau. Und deshalb genießen wir einfach jede freie Minute, die wir mit ihr haben, okay? Ich fliege morgen für 2 Tage nach Hamburg und würde mich freuen, wenn du mitkommst. Du willst mich im Auge behalten, weil du Angst um Lydia und ihr Baby hast. Wenn du wirklich was gegen sie unternehmen willst, dann findest du schon deinen Weg. Die Rechnung. Wir bleiben noch. 2 Cappuccino, bitte. Also ich gehe. Also nur 1 Cappuccino? Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir beide uns mal unterhalten. So von Frau zu Frau. Von Mutter zu Mutter. Ach, Tanja, bitte. Vergiss doch mal, wie wir zueinander stehen. Unsere Kinder werden Halbgeschwister sein. Also gut, für mich dann bitte koffeinfrei. Gerne. Entschuldige, das habe ich ganz vergessen. Das Letzte, was man will, ist ein nervöses Baby, oder? Tanja, was hast du denn so Wichtiges mit mir zu besprechen, hm? Ich glaube, wir sollten uns einig werden, wie wir mit der Situation umgehen. Du wirst mein Kind in nächster Zeit öfter sehen und ich möchte nicht, dass Hannes unter diesen Umständen leidet. Die 2 Cappuccino. Danke. Einmal mit, einmal ohne. Dankeschön. Oh, Entschuldige. Tanja, ich habe nicht vor, deinem Sohn Konkurrenz zu machen, nur weil ich von Ansgar schwanger bin. Davon bin ich überzeugt. Sie hat Olli gesagt, da bin ich mir ganz sicher. Olli! Ja, Olli ist ja auch einfach als Christian. Das lernt sie bestimmt auch noch. Christian. Ja, ja, ja. Olli ist einfacher. Ah, Moment. Warte mal kurz. Danke. So, also. Isabel? Oh, guten Tag, Frau Rose. Ja, alles bestens. Wir sind gerade mit Lilly unterwegs. Aha. Nein, das ist gar kein Problem. Heute. Nein, nein, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, bis später. Was will denn das Jugendamt? Lillys Vater ist entlassen worden. Es ging aber schnell. Er will die Kleine unbedingt sehen. Sie kommt später vorbei. Meinst du, dass er die Kleine zurück will? Ich weiß es nicht. Ja, und alles Weitere besprechen wir dann morgen persönlich. Danke, wiederhören. Hör dir das mal an, Ludwig. Prinz unter Mordverdacht. Philipp zu Hohenfelden ist ein enger Freund der Lahnstein-Dynastie, deren Angehörige es bekanntlich mit der Moral nicht so genau nehmen und die regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Graf Ludwig von Lahnstein, über dessen nebulöse Vergangenheit man nur spekulieren kann, ist sicher in der Lage, Prinz Philipp ein paar wertvolle Tipps zu geben, was das Verschleiern von Tatsachen anbetrifft. Also, ich hoffe, unsere Geschäftsfreunde lassen sich von diesem Quatsch nicht beeindrucken. Oh Gott, ja. Na, und unsere Hochzeit. Das ist doch ein weiterer Anlass für die Presse, sich lang und breit über die Moral der Lahnsteins auszulassen. Bei unserer Vergangenheit? Ja, das ist die Schattenseite unseres halböffentlichen Lebens. Ich hoffe, du überlegst es dir jetzt nicht anders. Nein, nein, natürlich nicht. Also, wenn dir dieser Rummel um Philipp zu viel ist, dann entfliehen wir doch einfach. Ist es ein Angebot, mich in Las Vegas zu heiraten? Du im Elvis-Kostüm? Nein, so unkonventionell habe ich das nicht gedacht. Obwohl, ich meine, nein, wenn nein, du nein, darauf nein, nein, gestehst, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich hatte an eine Hochzeit im engsten Familienkreis gedacht, in unserem Chalet in der Schweiz. Ja, was ist mit den Gästen? Die laden wir wieder aus. Also vorläufig jedenfalls, bis sich der Rummel um Philipp gelegt hat. Stell dir vor. Wir beide ganz allein geben uns das Ja-Wort vor dem Panorama schneebedeckter Berge. Nur wir beide. Und die Familie. Keine Presse. Bist du dir da sicher?
Ja? Ganz sicher. Ja. Mein Kind ist noch nicht einmal geboren und du denkst schon an Hannes Erbe? Ich glaube einfach, dass eine finanzielle Absprache uns Sicherheit gibt. Und ich habe kurz gedacht, hier geht es um väterliche Zuwendung, aber du denkst einfach immer nur ans Geld. Hallo Sebastian. Ich bin in Hamburg auf Geschäftsreise. Eigentlich sollte Tanja auch hier sein, aber sie ist offensichtlich abgehauen. Hat sie sich bei dir gemeldet? Ja. Ist sie etwa bei dir? Ja, woher? Lydia, nimm dich in Acht vor ihr. Sie hat irgendwas vor. Was meinst du? Ich weiß es nicht genau, aber sie hat gedroht, dafür zu sorgen, dass dein Kind nicht zur Welt kommt. Okay, ich bin mir sicher, wir können das regeln. Sei bitte vorsichtig. Mhm, so machen wir das. Was wollte Sebastian? Papierkram wegen der Scheidung. Ja, wo willst du hin? Wir sind noch gar nicht fertig. Doch, Tanja, das sind wir. Genau vor der Situation habe ich mich die ganze Zeit gefürchtet. Das Sorgerecht für Lilly liegt immer noch beim Jugendamt. Also selbst wenn ihr Vater sie zurück will, so einfach ist das nicht. Aber würdest du ihm seine Tochter vorenthalten wollen? Kommt drauf an. Wir verstehen uns super mit Lilly und er? Er ist kriminell. Er hat einen Einbruch begangen, aber deswegen ist er noch lange kein Schwerverbrecher. Ja, okay. Mann, was ich damit sagen will, ist, wir sollten uns einfach nicht verrückt machen. Dieses Abschiebeverfahren, das kann auch Monate dauern. Und so lange kann er Lilly nicht zurückhaben. Ja, wenn er uns als Pflegeeltern akzeptiert. Wenn nicht, kann er nämlich dafür sorgen, dass sie woanders hinkommt. Wir sind doch die perfekten Pflegeeltern. Wir lieben Lilly. Wir sind zwei Männer, wohnen beide in einer WG, sind berufstätig. Da sind sie. Guten Tag, Frau Rose. Guten Tag. Hallo. Hallo. Und Sie müssen Herr Sambu sein. Ich bin Oliver Sabel. Hallo. Hallo. Christian Mann. Na, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Wo ist Lilly? Die ist oben in unserer Wohnung. Also unsere Mitbewohner passen auf Sie auf, damit wir erstmal in Ruhe reden können. Also vielleicht sollten wir uns erstmal hier unten zusammensetzen. Ja, es gibt sehr leckeren Apfelkuchen heute. Ja. Danke für das Angebot. Ich möchte meine Tochter sehen. Ja, die Fenster müssen vergittert sein. Nein, es hat keine Zeit. Mein Mann und ich wollen, dass bei unserem Einzug alles perfekt ist. Ja, das will ich auch hoffen. Bald werden wir ungestört sein. Ich habe mich gewartet. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche Vorhänge mein neues Domizil haben soll. Solange du nicht die unseren nimmst. Ludwig, bitte erinnere mich nicht daran, es ist zu peinlich. Vergiss es, lass mal sehen. Hey, die sind doch ganz schön. Ja, großartig. Genau, die waren auch mein Favorit. Ich war mir nur noch nicht sicher. Danke. Gerne. Entschuldigen Sie, Graf Lahnstein? Ja. Mein Onkel will wissen, ob Sie für die Hochzeitsfeier noch zusätzliches Personal einstellen wollen. Also wir haben jetzt Security für Innen und Außen, 10 studentische Aushilfskräfte. Die können Sie alle gleich wieder ausladen. Wie bitte? Es gibt eine Planänderung. Wir heiraten nicht auf Königsbrunn, sondern in unserem Chalet in der Schweiz. Danke, meine Lieben. Termine sollen doch sehr gesund sein. Meinst du wirklich, sie plant was gegen dich und das Baby? Naja, es ist schon komisch, dass sie plötzlich einen auf beste Freundin macht. Na ja, gut, dass du abgehauen bist. Außerdem können wir mit dieser Frau nirgendwo sicher sein. Bietest du einen Tee? Nein, danke, ich muss gleich wieder los. Aber das Ultraschallbild will ich jetzt noch sehen. Warte. Ja. Wirklich viel erkennen kann man noch nicht.
Naja, Hauptsache der Arzt sagt, dass mit dem Wurm alles in Ordnung ist. Ja, das ist es zum Glück. Ich habe nur ein bisschen Schiss vor dem Termin bei Dr. Amado. Das ist doch verständlich. Also wenn du willst, ich komme gerne mit nach Venlo. Dann hast du wenigstens Gewissheit. Ja, da hast du recht. Und egal, wie das Ergebnis ausfällt, ich werde schon irgendwie damit klarkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich muss leider los. Elisabeth wartet. Also überleg's dir. Tschüss. Fein, Lilly, hast fast alles aufgegessen. Hey, da seid ihr. Hey. Lilly, hast fast alles aufgegessen. Na, meine Kleine, alles gut? Lilly. Oh, Entschuldigung. Dein Papa ist da. Bitte. Den habe ich für dich gemacht. Hm? Ich bitte. Es wird auch so eine schöne Feier. Nicht ganz so traditionell, aber sicher sehr schön. Kann ja sein. Aber ich dachte einfach, nachdem Mama und du schon hier nicht heiraten konntet. Tja. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Ah, unser Weihnachtsengel. Gut, dass du ihn letztes Jahr wiedergefunden hast. Tja, das war mein schönstes Weihnachtsfest. Euch alle wieder in die Arme schließen zu können. Ja, hältst du mal? Damals hast du auch Elisabeth kennengelernt. Noch ein Grund mehr für euch hier zu heiraten. Ach, Becky, natürlich wäre das schön. Aber du musst auch Elisabeth verstehen. Die Presse würde sich auf uns stürzen und die ganze Feier überschatten. Ihr wollt wegen Philipp nicht auf dem Schloss heiraten. Das tut mir leid. Keine Sorge, wir glauben an Philipps Unschuld. An die Presse. Wir schreiben doch sowieso, was sie wollen. Wir haben ihn ja faktisch schon verurteilt. Trotzdem. Ihr solltet euch an eurem Hochzeitstag nicht vor der Welt verstecken. Ja, du hast ja recht. Es ist ja auch nicht nur die Presse. Die Trennung von Sebastian und Lydia. Krankheit von Tristan und Maria. Weißt du, all das lastet doch auf diesem Ort. Gerade deswegen. Es wird Zeit, dass mal wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Freude, ein rauschendes Fest. Elisabeth, du weißt, ich hab recht. Königsbrunn ist euer Zuhause. Gibt es einen schöneren Ort, um zu heiraten? Die perfekte Kulisse für eine romantische Hochzeit. Ach, mag ja sein. Vielleicht war die Entscheidung etwas übereilt. Ganz sicher sogar. Egal. Elisabeth wünscht es sich, also heiraten wir in der Schweiz. Und zwar gleich morgen. Selbst wenn ich lieber auf Königsbrunn heiraten würde, Ludwig hat ja schon alle Pläne umgeschmissen aus Rücksicht auf mich. Na ja, vielleicht wird er das ja noch mal tun. Für dich. Gut, dass du da bist. Was ist denn los, Baby? Das klang am Telefon ja wie ein Notfall. Sonja, sie plant irgendwas. Gegen mich, gegen unser Baby. Was, wie kommst du denn darauf? Sebastian hat mich gewarnt am Telefon, aber da war ich im Schneiders und Tanja wollte mit mir reden und ihr war es auf einmal unheimlich wichtig, dass wir uns besser verstehen. Moment, das klingt überhaupt nicht wie Tanja. Eben. Okay. Also, wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Ich schicke meinen Fahrer in die Pause und du erzählst mir alles. Was hältst du davon? Okay. Komm. Meinst du nicht, dass Sebastian sich einfach nur wichtig machen wollte? Nein, danach klang er gar nicht. Im Gegenteil, er klang ernsthaft besorgt. Und das hast du ihm abgenommen?
Okay, also schön, dass Tanja deine Schwangerschaft nicht in den Kram passt, das kann ich mir schon vorstellen. Und irgendwie ist ihr ja auch alles zuzutrauen. Hey, keine Sorge, ich werde nicht zulassen, dass sie dir oder dem Baby irgendwas antut. Ja, hallo, Lydia von Landstein hier. Ich habe am 20. Termin bei Ihnen, den kann ich leider nicht einhalten. Hätten Sie vielleicht einen früheren Termin? Richtig, ein pränataler Vaterschaftstest ist erst ab der 10. Woche möglich. Wissen Sie was, ich versuche den Termin doch wahrzunehmen. Ja, vielen Dank. Das ist ja interessant. Sebastian ist noch im Spiel. Dankeschön. Guten Tag, Gräfin von Lansch. Hallo, Jessica. Ich wollte Sie was fragen wegen Ihrer Hochzeit in der Schweiz. Da könnten Sie doch bestimmt eine Zofe gebrauchen, oder? Also jemanden, der Ihnen bei Ihren Kleidern hilft und beim Zurechtmachen. Nein, das wäre bei dem nun geplanten Rahmen etwas übertrieben. Aber wieso? Bei seiner Hochzeit will man doch gut aussehen, egal wo. Okay, Sie sehen natürlich immer gut aus, aber ich könnte Ihnen doch die Haare machen. Jessica, die letzte Entscheidung in puncto Schweiz ist noch gar nicht gefallen, aber ich halte Sie auf dem Laufenden, okay? Okay. Ludwig. Elisabeth, hast du den Weihnachtsbaum schon gesehen? Ja, habe ich gesehen, der ist ganz wunderschön. Ludwig, ich habe noch einmal über deine Idee mit der Schweiz nachgedacht. Mach dir keine Gedanken. Ich habe bereits mit dem Kastellan gesprochen. Die Zeremonie in unserem Chalet ist arrangiert. Es wird ein ganz besonderes Erlebnis. Ach, du hast dich schon um alles gekümmert. Das ist lieb von dir. Wieso sind Sie eigentlich nach Deutschland gekommen? Latifa. Lilis Mutter, sie war sehr krank. In Kamerun ist es schwierig mit der medizinischen Versorgung. Ein Freund von mir, er wohnt in Deutschland. Er hat gesagt, komm hierher und alles wird gut. Das war aber nicht so. Als Illegaler konnten wir nicht zum Arzt. Mein Freund hat gesagt, wir können leichter am Geld kommen. Ich hätte da nichts mitmachen sollen. Das klingt ja so, als hätten Sie keine andere Chance gehabt. Ich wollte Latifa retten. Aber als ich da im Gefängnis war, ist sie immer kränker geworden. Das tut uns leid. Im Gefängnis habe ich beschlossen, stark zu sein. Für meine Lilly. Sie ist mir sehr, sehr wichtig. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Ja auch. Sie kommen sich gut, obwohl sie... Obwohl wir homosexuell sind? Nein, das meine ich nicht. Obwohl sie nicht die richtigen Eltern sind. Heißt es, es stört Sie nicht, dass wir schwul sind? Es gibt genug Probleme auf dieser Welt. Wenn zwei Menschen sich lieben, wen interessiert da das Geschlecht? Und wenn irgendwas ist, ruf an, ja? Ach, das junge Glück, wie süß. Drehst du jetzt völlig durch? Wovon sprichst du? Du willst dafür sorgen, dass mein Kind nicht geboren wird. Sagt wer? Sebastian. Das ist absurd, ich bin doch keine Babymörderin. Eins sag ich dir, Tanja. Wenn du irgendwas unternimmst, was Lydia oder dem Kind schadet, wirst du es bereuen. Das ist ja rührend, wie ein Vater sich für sein ungeborenes Kind einsetzt. Noch rührender finde ich allerdings, dass dein Ehemann sich so um dich sorgt. Es geht dich ein Scheiß an, was Sebastian für mich macht. Könnte es sein, dass euch noch irgendwas verbindet? So, mir reicht's jetzt. Ich denke, ich habe mich klar genug ausgedrückt, oder? Keine Sorge, ich tue euch nichts. Alter, ey, der hätte wirklich drin sein müssen. Ach, Quatsch. Nächstes Mal kriegen wir die und dann sind wir dran. Ja, das sind Konstantin und Andi, die anderen Mitbewohner unserer WG. Und das ist der Vater von Lilly. Fritz Sambo. Fritz? Ja, mein Vater war ein großer Fan von Fritz Walter. Ah, ja. Guter Geschmack. Es ist immer etwas los. Ja. Stört Sie das? Im Gegenteil, wir waren selber 8 zu Hause. Ich sehe schon, Lilly ist gut hier aufgehoben.
Das beste Restaurant vor Ort stellt das Menü. Wir nehmen Justus mit und er hat versprochen, alles Weitere zu arrangieren. Nach einem Personal, das Interesse an ein paar Tagen Schweiz hat, scheint es ja nicht zu mangeln. Wow, der ist ja wunderschön geworden. Oh ja, der ist sehr schön. Ich sag ja, die perfekte Kulisse. Meine Tochter ist mit den neuen Heiratsplänen nicht einverstanden. Deine Töchter, Plural. Aber ist eure Entscheidung. Maria. Oh, die ist hoffentlich nicht auch noch für ihr neues Haus. Ich habe sie extra für ihre Trauung herausgesucht. Wenn ihr schon nicht auf Königsbrunn heiraten könnt, dann solltet ihr wenigstens euer Ehegelöbnis auf die alte Familienbibel leisten. Dankeschön. Danke. Sehr aufmerksam. Gerne. Auf diese alte Bibel haben schon meine Eltern geschworen. Und meine Großeltern, als sie hier auf Königsbrunn geheiratet haben. Vielleicht sollten wir doch hier. Mir ist es egal, was die Presse schreibt. Mir sowieso. Das heißt, ihr heiratet doch auf Königsbrunn? Es sieht ganz so aus. Also, die Hochzeit findet wie ursprünglich geplant auf Königsbrunn statt. Endlich! Er ist doch schwer in Ordnung, oder? Mhm. Vor allem scheint es ihm gut bei uns zu gefallen. Die beste Voraussetzung, dass Lilly doch hier bleiben darf. So, bitteschön. Wann wird denn eigentlich entschieden, ob sie in Deutschland bleiben dürfen? Gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit, die Abschiebung zu verhindern. Sind Sie da sicher? Ich habe keine offizielle Erlaubnis. Habe mich strafbar gemacht. Ich habe die Abschiebung bereits akzeptiert und werde nach Kamerun zurückkehren. Und was ist mit Lilly? Die nehme ich mit. Ich möchte, dass sie in meiner Heimat aufwächst. Ja. Sag mal, spinnst du? Keine Sorge, ich tu dir und deinem Balk nichts. Versprochen ist ja versprochen. Tanja, verschwinde. Mir wäre es natürlich auch lieber, dieses Kind würde nie geboren werden, aber zum Glück muss ich mir gar nicht die Hände schmutzig machen. Wenn du nicht gleich gehst, dann rufe ich Ansgar an. Das ist eine gute Idee. Bei der Gelegenheit kannst du ihm gleich von deinem pränatalen Vaterschaftstest bei Dr. Amado erzählen. Weißt du das? Und sag Sebastian auch Bescheid. Er freut sich bestimmt, dass er eventuell Vater wird. Tanja, misch dich da nicht ein. Ganz schön verzwickte Situation, was? Lydia, ich glaube, du brauchst meine Hilfe. Hier. Ein paar Tropfen davon und du bist dein Problem los. Niemand wird fragen, wer der Vater deines Kindes ist. To you.